Kann ich bei Ihnen eventuell auch mit Karte bezahlen? Boah, nein, dich aus wie ein Geldautomat. Willst du deine Karte in meinen Mund stecken oder was? Verliebt in einen Vampir. Finja arbeitet seit 2 Jahren als Kurierfahrerin und hat sich unsterblich in ihren Kunden Daniel verliebt. Das ist Daniel. Aber Gott, das ist Daniel. Daniel ahnt nichts von Finjas Schwärmerei. Warte mal, ist das jetzt der Vampir? Er sagt, Daniel ahnt nichts von ihrer Schwärmerei. Warum schaut er denn so creepy rüber? Ach ja, weil okay, ich habe vergessen, dass Vampire edgy sind. Die machen das immer. Pass doch mal auf, Mann. Meine True Blood Sachen aus Amerika, die waren voll teuer. Sorry, True Blood? Ich bin auch True Blood Fan. Aber du siehst eigentlich gar nicht aus. Doch, ich stehe ja total so auf Vampire und so. Du siehst gar nicht so aus, als würdest du auf Vampire stehen. Junge, die ist in ihrer Arbeitsuniform. Was soll die denn machen? Soll sie da als Goth-Girlfriend ankommen oder was? Ich habe bereits 3-mal Pakete abgegeben bei Daniel und mich sofort in ihn verliebt. Dass er auf die Serie True Blood steht, war mir sofort klar. Und jetzt bin ich auch Fan der Serie. Ja, gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwie so ein mega Geheimtipp. Das ist so, als würde man sagen, warte, du schaust Lucifer? Also stehst du auch auf diesen Satanisten-Scheiß? Wow, wir sehen uns ja so ähnlich. Das war so peinlich. Sag's noch lauter. Alter, hast du aus dem Geld jetzt geschaut? Lass mal Bank ausrauben. Was will dieser Kurierdingstuss hier da von mir? Da steht die da und schleimt sich mit True Blood Sachen ein. Also wenn der wenigstens gut aussehen würde, aber... So, no way. Ich finde das voll süß, wie abweisend er ist. Finja will Daniel um jeden Preis. Yo, chill, Voice Over, Mann. Ich brauche unbedingt Geld, um mir ein paar coole True Blood Sachen zu kaufen. Das hört sich ja gut an. Jackpot! Jackpot! Finja wohnt in einer WG. Ihr Mitbewohner Christ würde für die 23-Jährige sein letztes Hemd geben. Hey Finja, hast du im Lotto gewonnen? Der sieht aus wie Kuchen TV. Genau. Ich finde das so ein bisschen. Also ich verstehe schon, was du meinst. Er ist weiß und blond. Eindeutig Kuchen TV. Finja ist seit fast einem Jahr meine Mitbewohnerin. Ehrlich gesagt ist sie schon total süß. Ich habe eine Theorie, aber ich weiß nicht, ob ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne. Könnte es möglicherweise sein, dass er Bock auf sie hat? Aber ihr müsst mir dabei helfen, Leute. Nee, wie kommt man darauf? Steile These. Okay, dann bilde ich mir das nur ein. Es tut mir leid, Chat. Und ich bin auch ein wenig verliebt in sie. Oh, Chat. Ich hatte recht mit meiner wilden Theorie. Hast du im Lotto gewonnen? Man sieht die ja immer gleich an, wenn du glücklich bist. Nein, ich habe meinen Vertrag verlängert und dann durfte ich mir 2 Handys aussuchen. 2 Handys? Normalerweise gibt es doch nur 1 Handy pro Vertragsverlängerung. Okay. Hey, Mr. Expert, dann brauchen wir ja keine Hilfe mehr, Experten mehr. Was hast du jetzt mit den 2 Handys vor? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt auch müde, ich geh jetzt schlafen. Finja, hast du nicht noch Lust, mit mir einen Film oder so zu schauen oder ein bisschen zu quatschen? Yo, das kommt so richtig... Ach, das ist so als ob er da so... Weißt du, sie will einfach nur pennen gehen und er so... wollen wir nicht vielleicht doch einen Film gucken? Oder... Ich meine, kann ich nicht bei dir schlafen? Du hast das gemütlichere Bett. Wir haben es hier mit 2 Fällen unerfüllter Liebe zu tun. Nö. Am nächsten Morgen. Finja fackelt nicht lange. Sie muss dringend die geklauten Handys zu Geld machen. 400 Euro. Das hat sich ja gelohnt. Gott, ey, das ist so schlecht gespielt. Und ich kann nicht sagen, ob sie der schlechtere Schauspieler ist oder ihr Mitbewohner. 400 Euro. Das hat sich ja gelohnt. Das Geld der gestohlenen Handys will Finja direkt in ein neues Vampir-Outfit investieren. Denn die 23-Jährige will Schwarm Daniel um jeden Preis beeindrucken. Finja hat 400 Euro in der Tasche. Geld, an das sie illegal gekommen ist. Doch die 23-Jährige will in dem Laden so richtig zuschlagen. Koste es... Was es wolle. Ja, aber das Outfit bockt. Das wird Daniel gefallen. Zugleich. Milfboss schreibt, sieht voll nice aus. Bei Finja auf der Arbeit. Ihren Chef erwartet eine unangenehme Überraschung. Es gab Beschwerden beim Auslieferungstag gestern. Oh, warte mal. Also wollt ihr mir wirklich erzählen, dass wenn man als Paketdienst, ja, also als wenn man als Pot... Boah, ich kann heute nicht mehr reden, ne? Keine Ahnung, was los ist. Wenn man als Post... Wisst ihr was? Ich rede einfach nicht. Wir gucken die Folge weiter. Wie Beschwerden? Was heißt das? Anscheinend sind ein paar Pakete nicht angekommen. 2 Stück sogar. Warte mal, so etwas hat Konsequenzen? Wer war denn da der Fahrer? Die Finja. Die werde ich mir mal vorknüpfen. Aber das war's wert. Mein Look ist unwiderstehlich. Jetzt werde ich Daniel umhauen. Also ihn quasi boxen. Sie hat ihrem Schwarm einen anonymen Liebesbrief geschrieben. Daniel, der ist für dich. Finja ist blind vor Liebe. Lieber Daniel, schon lange brennt es mir auf der Seele. Sie hat sie übrigens sehr gut versteckt, da wird sie niemand entdecken. Schon lange brennt es mir auf der Seele, doch bis heute konnte ich nicht über meinen Schatten springen und dir offenbaren, was mein Herz schon lange emotional beschäftigt.
Yo, das hat er nicht gemacht. So ein Mist. Ich mache den einfach weg. Jetzt muss ich mir noch mehr Mühe geben. Nein, bitte gib dir nicht noch mehr Mühe. Finja, wie siehst du denn aus? Wie läufst du hier rum? Vor allen Dingen, das ist jetzt auch... Also, ich meine, das ist jetzt nicht extravagant. Ist einfach nur ein schwarzer Mantel und ein schwarzer Rock. Bei der letzten Lieferung sind Pakete verschwunden. Wie kann das sein? Ja, was habe ich jetzt damit zu tun? Die Pakete sind weg. Prüf bitte all deine Papiere nach und check dein Auto nochmal durch, wo die Pakete sind. Ich hätte nicht gedacht, dass der Chef so schnell merkt, dass Pakete fehlen. Wir liefern Hunderte aus. Kann doch niemand den Überblick behalten. Der ist das ja so egal. Das ist kriminelle Energie. Sie ist ein wahrer Vampire. Ich bin stolz. Nach Feierabend. Finja ist verzweifelt. Oh nein, das ist wieder Kuchen-TV. Wie siehst du denn schon wieder aus? Christian, lass mich doch einfach in Ruhe. Boah, was will der überhaupt von mir? Das soll ich mal selber anschauen. Der läuft doch immer rum wie der letzte Penner. Shots fired, Alter. Hallo. Oh, jetzt los. Ah, ja, schönen guten Tag, der bin ich. Einen Moment. Boah, der ist richtig ungeduldig. Oh, hat sie etwa sein Geld geklaut? Oh mein Gott, Alter. Finja, weißt du, meine 20 Euro sind von gestern. Oh, wisst ihr noch damals, als sie das Geld geklaut hat? Ich nicht, weil die zeigen gerade zum ersten Mal ein Flashback von einer Szene, die einfach noch nicht zu sehen war. Ah, 20 Euro. Ja, besser als nicht. Besser als keine nichts. Keine Ahnung, so verpeilt wie du bist, hast du es bestimmt irgendwo verlegt. Kannst du mir mal 20 Euro für die Pizza bitte geben? Nee, sorry, ich habe echt kein Geld. Kann ich bei Ihnen eventuell auch mit Karte bezahlen? Boah, nein, sieht aus wie ein Geldautomat. Willst du deine Karte in meinen Mund stecken oder was? Ja, sorry, ich habe momentan echt kein Bargeld hier zu Hause. Ja, kein Bar, das gibt's auch keine Pizza. Ich direkt mal ein Selfie für Daniel machen. Finja verdrängt ihr schlechtes Gewissen. Sie kann nur noch an ihren Schwarm Daniel denken. Finja, was ist denn jetzt hier bei dir schon wieder los? Was ist bei ihm los? Sie ist einfach nur in ihrem Raum, macht ein Selfie. Hat er irgendwie nichts Besseres zu tun? Was willst du denn schon wieder? Du bist total komisch mir gegenüber. Was stimmt? Bruder! Was ist mit dir? Der stalkt sie, ja, ich merke schon. Lass mich einfach meinen TikTok machen, eben. Die ganze Zeit, wenn ich dich anspreche oder mal mit dir reden möchte, weichst du mir aus und gehst einfach in dein Zimmer. Ach, Christian, das stimmt doch gar nicht. Hä, das ist fast so, als wären wir nicht zusammen, sondern einfach nur Mitbewohner. Was soll überhaupt dein komisches Outfit? Schau dich das mal an. Ich liebe dich so, wie du bist. Zieh dich aus. Das sieht nämlich scheiße aus. Aber ich liebe dich so, wie du bist. Finja ist ja echt toll, aber wie soll ich ihr das zeigen? Vielleicht sollte ich sie ja einfach... Indem du einfach die Fresse hältst. Ich weiß gar nicht, was du hast. Was ist mit dem? Sorry. Spinnst du? Sorry, ich habe total überreagiert. Sorry. Finjas Job ist in Gefahr. Die 23-Jährige hat komplett verdrängt, dass ihr Diebstahl rausgekommen ist. Hat sich gestern jetzt was ergeben mit den Paketen, die weggekommen sind? Die Pakete sind nicht angekommen. Ja, also ich fahre eh noch gleich da vorbei und dann schaue ich einfach nochmal nach. Vielleicht hat sich ja irgendwas ergeben. Mädchen, das will ich aber auch geraten haben. Finja ist blind vor Liebe. Sie will um jeden Preis Daniel erobern und dafür tut die 23-Jährige alle. Warte mal, sie hat gerade Ärger dafür bekommen, dass sie möglicherweise etwas geklaut hat und ihre erste Reaktion ist noch mehr klauen? Die Pakete sind frisch reingekommen und noch nicht registriert. Das ist wie eine Einladung zum Diebstahl. Ja! Als ob das nicht rauskommt. Als ob das nicht rauskommt. Finjas Verhalten lässt Mitbewohner Christian keine Ruhe. Was ist das denn, Alter? Das ist ja der Überkeck. Aber der gibt mir auch so ein bisschen Moneyboy-Vibes. Tschüss. Aber mehr so Hustensaft-Jüngling-Vibes. Oh Mist, was hat sie noch festgelegt? Kuriermaus, sehr einfallsreich. Hätte ich mir gleich denken können. Schauen wir uns mal die letzte Handyrechnung an. Ihr Vertrag ist noch 11 Monate gültig. Hier steht kein Wort von 2 neuen Handys. Und ihr Vertrag, der ist noch mitten in der Laufzeit. Ich werde das jetzt einfach mal ausdrucken und dann werde ich sie mal zur Rede stellen. Das ergibt auch schon wieder keinen Sinn. Eigentlich möchte er doch nicht, dass sie rausbekommt, dass er an ihrem Laptop war. Und jetzt sagt er, ich druck das mal aus und stelle sie zur Rede. Was für eine Antwort er... Es ergibt nichts Sinn an dieser Folge, nichts. Dass da was nicht stimmt, da bin ich mir total sicher. Aber was geht dich das an? Was geht dich das an? Nichts, nichts geht dich das an. Kurze Zeit später. Oh nein. Hey Finja. Erschreck mich nicht so, Christian. Schau mal, was ich im Internet gefunden habe. Was hast du denn da? Deine Handyrechnung. Ja und? Du hast zu mir gesagt, du hast in der Vertragsverlängerung 2 Handys bekommen. Dein Handy. Yo, Alter, er fühlt sich wie Phoenix Wright. Das Einzige, was noch fehlt, ist... Warte. Phoenix Wright... Vertragsverlängerung 2 Handys bekommen, dein Handyvertrag läuft noch 11 Monate. Ich bin
richtig enttäuscht von dir. Aber eigentlich wollte ich einen anderen Song anmachen. Ich wollte das machen. Dum, 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 dum. Er ist ein richtiger Debattierer, ne? Er ist wirklich Kuchen-TV. Warum schnüffelt der Christian mir hinterher? Ich komme mir total verfolgt vor. True. Ich plane für Daniel ein Riesen-Event. Ich schicke ihn eine Doppelgängerin. Hat eigentlich irgendjemand von euch True Blood gesehen? Und sie soll ihm Geschenke überreichen und eine Einladung. Das wird total romantisch. Und der Beginn unserer großen Liebe. Chill deine Balls. Ich brauche ein Model. Da bist du hier genau richtig. Ach super, und zwar sollte sie ungefähr so aussehen. Warte mal, was genau hat sie vor? Sie will ein Model zu Daniel schicken, in einem True Blood Merch oder wie? Und ich habe das jetzt irgendwie nicht ganz kapiert. Am Ende findet er die besser. Ja, das war auch mein Gedanke. Was, wenn das komplett nach hinten losgeht und er Bock auf das Model hat und nicht auf sie? Also es ist ganz einfach. Er soll um Mitternacht dann auf dem Friedhof sein. Yo, der wird so richtig Bock haben auf das Model. Hey, bist du Daniel? Ja, da bin ich. Und du bist wirklich hier nicht schlecht. Dankeschön. Ich bin da und zwar möchte ich dir ein Geschenk überreichen. Zum einen. Danke, ja. Oh, danke. Und eine Einladung. Sei bitte heute Mitternacht am Südfriedhof. Ja, das werde ich auf jeden Fall gerne. Danke. Ja, bis später, ne? Bis später, Kleiner. Eine Einladung von so einer heißen Suki um Mitternacht am Friedhof, das lasse ich mir auf keinen Fall gehen. Den mache ich mir klar. Yo, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Nichts davon passiert im Real Life jemals, nichts. Doch eine Sache passiert so im Real Life und zwar gibt es wirklich Leute, die so Kontaktlinsen einsetzen. Mein Gott, Finja, wie siehst du denn aus? Gehst du zu einer Beerdigung? Also, zu einem Friedhof geht sie schon mal, ist nah dran. Sieht mal richtig cool aus. Ich finde das komplett übergeschnappt. Du hast gar keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall wissen, was da los ist. Reg mich so auf, ich schwöre. Christian, hast du ein Leben? Hast du ein Leben? Hast du eine Arbeit? Hast du Hobbys? Hast du Freunde? Hast du irgendwas? Er macht mich so wütend! Warum sollte er das machen? Am helllichten Tag an der Straße. Du kannst ja gerne Abstand halten so, aber warum diese Moves? Yo, das ist creepy. Ich bin auch da. Lass mich einfach mal in Ruhe. Aber Daniel. Und selbst wenn du die letzte Frau auf Erden wärst, lass mich einfach in Ruhe. Scheiße. Ich liebe ihn doch. Aber der Mitbewohner ist auch noch da. Das Leben der 23-Jährigen gleicht einem Scherbenhaufen. Hey, Finja. Christian, was machst du denn hier? Ist alles okay mit dir? Nein. Ich bin so froh, dass du da bist. Der Typ hat sich echt wie ein großes Arschloch verhalten. Au! Au! Es ist doch jetzt alles okay, ich bin doch bei dir. Nein, bitte kein Happy End mit den beiden. Bitte kein Happy End mit den beiden. Ich gehe jetzt auch zur Polizei und werde alles gestehen. Dann lass uns das bitte sofort machen. Ich will das einfach nur hinter mir bringen. Wie er sie hier so anfesselt. Vielleicht klappt's ja jetzt mit dem Kuss. Ein paar Monate später. Finja ist auf dem besten Weg, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Also die Flasche Sekt kannst du gerne hier stehen lassen, aber bloß weg mit True Blood. Da verstehe ich dich, nach dem, was du momentan echt alles durchgemacht hast. Zum Glück habe ich nur eine Geldstrafe bekommen und mein Chef hat für mich ausgesagt. Danke, dass du mir das Geld geliehen hast, damit ich das mit den Diebstählen klären konnte. Sobald ich meine Taxilizenz habe, dann zahle ich dir das Geld auf jeden Fall zurück. Das war die schlimmste Hilf mir Folge. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.